Ja. Steckt er? Warte. Zum Werfen passe ich jetzt den Haken der Speerschleuder in den Speer hinten ein und beschleunige zuerst den Speer, als ob ich ihn werfen würde ohne Schleuder. Das heißt, zum Üben mache ich das erstmal so, ohne die Schleuder überhaupt zu verwenden. Ich halte die Schleuder hier mit drei Fingern und dem Daumen fest und stabilisiere den Speer hier oben mit Daumen und Zeigefinger. So hält er ziemlich stabil drin, ist auch ein bisschen Übungssache. Zum Üben auf Zielgenauigkeit ist es sinnvoll, wenn ihr jeweils die gleiche Speerschleuder verwendet und immer mit der übt. Das hat den einfachen Grund, dass wenige Millimeter oder ein Zentimeter Unterschied in der Länge oder Unterschied im Griff deutliche Unterschiede im Zielen ausmachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, diesen Baumstamm da hinten zu treffen, ziele ich von der Höhe her etwa einen Meter über den Baumstamm. Jetzt versuche ich zu beschleunigen und der Rest, der läuft intuitiv und das kann wirklich nur so erfolgen, dass man das Schleudern des Speeres häufig übt und dann ja einfach aus dem Gefühl herauswirft und den, das Ziel dann auch trifft. Wenn es ein Wildschwein gewesen wäre, hätten wir jetzt einen Braten.